Die Mitte der Woche ist erreicht. Ich darf Sie, sehr geehrte Zuschauer, recht herzlich willkommen heißen zur Regionalmagazin-Ausgabe am heutigen 12. November 2014. Überraschung! Das Solequell empfängt seinen 4 Millionsten Besucher. Rückblick: Gedenkfeier am Holocaust-Denkmal. Und Verschönerung, der Marktbrunnen wird restauriert. Wir beginnen mit einem Ereignis, was es nur einmal geben kann bzw. nur einmal gegeben hat. Denn es kam der 4 Millionste Besucher in das Solequell hier in Schönebeck. Seit dem 19. Jahrhundert ist dank Dr. Tolberg bekannt, dass Natursole eine heilende Kraft hat. Ein Bestandteil im Kurort Schönebeck Bad Salzelm ist das älteste Soleheilbad Deutschlands. Hier steht das Wohl und die Erholung der Besucher im Vordergrund. Am Montag, den 10. Oktober, wurde die 4 Millionste Besucherin des Solequells Bad Salzelm mit einem Blumenstrauß überrascht. Die Schönebeckerin Frau Menzel besucht regelmäßig mit ihrem Mann das Heilbad am Rande des Kurparks. Wie fühlt man sich denn nach so einem außergewöhnlichen Empfang? Und welche angenehmen Vorzüge bietet das Solequell? Ich bin sprachlos. Hätte ich nie mit gerechnet, dass man es ausreichend abfasst. Ja, wir sind nicht die Leute, die jetzt in eine Sauna gehen und nicht so groß sind. Wir haben unser eigenes Fitnessprogramm hier, was wir eben absolvieren. Und da sind wir nicht überall. So kann ich da keine Auskunft geben. Einzigste Dampfbad, ja. Und ansonsten hinten im Heißbacken, weil man da schön dann die Bewegungen und alles machen kann, die man so mal gelernt bekommen hat. Seit 1999 kommen täglich viele Gäste in das Soleheilbad, um sich im warmen Salzwasser zu entspannen. Jetzt wurde eine Besucherzahl von 4 Millionen gefeiert und natürlich war auch Oberbürgermeister Bert Knobloch vor Ort, um an diesem besonderen Ereignis teilzunehmen. Ich freue mich, dass wir heute den 4 Millionsten Gast in dieser Einrichtung, den Badegast besuchen, begrüßen können, konnten. Wir hatten kürzlich, schon ein paar Monate her, den 1 Millionsten Saunabesuch. Das zeigt mir, welchen Zulauf, welchen Anspruch dieses Bad hat und welche Bedeutung auch über Schönebeck und den Kreis hinaus. Heute, der 4 Millionste Besucher kam zwar aus Schönebeck, wird also auch von den Schönebeckern angenommen, aber darüber hinaus natürlich für uns als Stadt eine ganz besondere Bedeutung, nämlich als Alleinstellungsmerkmal gegenüber anderen benachbarten Städten und damit auch für uns eine wichtige Einrichtung als weicher Standortfaktor hier in Schönebeck. Betriebsleiterin Sibylle Schulz freut sich sehr, dass sie im Heilbad nicht nur Badegäste aus Schönebeck, sondern auch von außerhalb begrüßen darf. Der 4 Millionste Besucher war für sie ein besonders schöner Anlass, um einmal Danke zu sagen. Also ich denke, es ist wert, den 4 Millionsten Besucher hier bei uns im Bad ja auch feierlich und mit einem kleinen Präsent zu begrüßen, weil wir uns natürlich freuen, das hat auch unser Oberbürgermeister bereits gesagt, dass der Solequell überregional eine sehr, sehr große Resonanz findet und auch Akzeptanz findet und wir uns natürlich freuen, dass wir nach wie vor auch in schweren Zeiten sehr, sehr gute Besucherzahlen haben. Auch in Zukunft darf das Team vom Solequell hoffentlich viele Salzwasserliebhaber willkommen heißen und vielleicht sogar bald den 5 Millionsten Besucher feierlich in Empfang nehmen. In Schönebeck passiert darüber hinaus natürlich noch viel mehr, unter anderem auf dem Marktplatz, wo derzeit Bauarbeiter damit beschäftigt sind, den Marktbrunnen wieder zu rekonstruieren. Ganz besondere Arbeiten fanden gestern und heute statt. Worum es geht und mit welchem Material gebaut wird, sehen Sie selbst. Schönebeck wird immer attraktiver. Nicht zuletzt wurden gegenüber des Rathauses die Arbeiten an einem Mehrfamilienhaus begonnen. Nun soll auch am Rathaus befindend der Marktbrunnen verbessert werden. Um dies zu verwirklichen, kamen von verschiedensten Einwohnern aus Schönebeck Spenden zusammen. Durch diese Spenden wird nun unter anderem Blei verwendet, welches in den Fugen des Brunnens gegossen wird. Herr Martin Hennig, Vorsitzender des Elbufer Förderverein, konnte bereits einige Zahlen nennen. Zum Spendenaufkommen kann ich nur sagen, dass wir auch mit der heutigen Spende inbegriffen etwa bei 40.000 Euro Barmittel liegen. Das ist sehr, sehr viel. Dafür müssen wir all den vielen großen und kleinen Spendern danken. Es sind ja viele Einzelspenden von Schönebecker Bürgerinnen und Bürgern. Es sind Spenden von Unternehmen dabei. Also schon recht imposant, wie sehr sich doch die Schönebecker mit ihrem Brunnen identifizieren.
Um den Marktbrunnen aufrechtzuerhalten, sind also viele Unternehmer und Schönebecker beteiligt. Erst am vergangenen Donnerstag wurde erneut eine 100-Euro-Spende überreicht. Da jetzt nach und nach Spenden eintreffen, kann der Marktbrunnen weiter gebaut werden. Doch wie steht es um den Marktbrunnen? Der Arbeiten ganz kurz, wie Sie sehen können, ist der Wiederaufbau des Brunnens im vollen Gange. Parallel dazu laufen die Arbeiten an den vier neuen Figuren, wovon zwei mittlerweile fertiggestellt sind. Eine Figur ist zu 70% und die eine Figur zu 80% fertiggestellt. Da sind wir auf einem guten Wege. Insgesamt besteht das Ziel natürlich darin, den Brunnen in diesem Jahr komplett wieder aufzubauen. Ob das Wasser sprudelt, das kann ich noch nicht versprechen. Das wird man sehen. Aber auch da sind alle Entscheidungen getroffen, alle Arbeiten sind beauftragt und wir sind da recht optimistisch, dass das klappt. Alle Maßnahmen zur Vollendung des Brunnens sind schon im Auftrag und somit steht nun nichts mehr im Weg. Wie sehen die Zukunftspläne aus, beziehungsweise wann soll der Marktbrunnen fertig sein? Ja, die Pläne sind recht anspruchsvoll. Das heißt, wir haben uns vorgenommen, den Brunnen in diesem Jahr noch komplett aufzubauen. Ob wir das erreichen, hatte ich schon erwähnt, wird ein bisschen witterungsabhängig sein. Das ist aber unser großes Ziel. Die Figuren werden fertig, die Elemente sind aufgearbeitet. Und parallel dazu läuft die Aufbereitung der neuen Technik. Ja, anspruchsvolles Ziel, kann ich da nur sagen. Trotz dieser unausweichlichen Bedingungen stehen die Chancen gut, dass auch in diesem Jahr der Markt am Rathaus wieder zu neuem Glanz erstrahlt. Auch in der heutigen Mittwochsausgabe dürfen die Kurznachrichten natürlich nicht fehlen. Wir haben für Sie zusammengetragen, was alles so passiert ist. Die Nachrichten werden Ihnen präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Sie suchen eine Wohnung? Blaues Licht heißt Wohnung frei. Telefon 786 101. Am Dienstag, dem 11. November um 16 Uhr, fand in der St. Martin-Kirche in Schönebeck das alljährliche Martinsfest statt. Zu Beginn erklärte der Pfarrer Herr Dr. Thomas Thorak, wer dieser Martin eigentlich war. Und eine Kindergruppe spielte diese Szene der Mantelteilung auf. Und anschließend wurden die Martinshörnchen verteilt, die man symbolisch mit einem Freund oder einer Freundin teilen sollte. Zum Ende sammelte die Gemeinde noch Spenden für Kinder in Bulgarien oder Kinder von Asylbewerbern in Schönebeck ein. Der Förderverein Hummelberg e.V. um Christian Jakobs ist jetzt stolzer Besitzer der ehemaligen Sternwarte und kann nun mit den Arbeiten zum Erhalt und zur Pflege des bejahrten backsteinernen Gebäudes und zur Umsetzung seines Konzeptes beginnen. In einigen Monaten wird dann auch die Eintragung im Grundbuch erfolgen. Am Montag, den 10. November, hat Geschäftsführerin der SWB Sigrid Meyer einen Vortrag über das Thema Demenz gehalten. Ab 9 Uhr fanden sich vor allem Sozialarbeiterinnen aus Schönebeck und Magdeburg zusammen, um mehr über die aktuelle Lage zu erfahren. Im Vortrag wurde unter anderem über die alternative Wohnform bei schwerer Erkrankung angesprochen und zudem Statistiken genannt. Die Gesundheitstage der AOK in der Stadtverwaltung gingen mit dem dritten Durchgang am vergangenen Freitag zu Ende. Zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatten sich an der Aktion beteiligt, die dazu beitragen soll, Betroffene von möglichen Krankheiten zunächst informativ zu helfen und den Krankenstand in der Verwaltung mittelfristig zu reduzieren. Mit der Unterstützung von einigen Unternehmen wurden die Gesundheitstage erfolgreich abgeschlossen. Das Radio Salzlandkreis feierte am 8. November Geburtstag und lud deswegen zu einem großen Fest ein. Für Groß und Klein wurde eine Menge geboten. Unter anderem gab es für die kleinen Besucher einen Mahlstand und eine kleine Hüpfburg. Im CJD Schönebeck wurde am vergangenen Freitag, den 7. November, an interessierte Unternehmer aus der Wirtschaftsbranche ein Vortrag mit anschließender Besichtigung der Arbeitsstätten gehalten. Ab 9 Uhr hat Herr Peter Martini einen Vortrag über zum Beispiel die aktuelle Lage gehalten. Ziel war es, den Unternehmern zu zeigen, dass auch Menschen mit einem Handicap bedeutende Arbeiten für die Wirtschaft leisten können. Aufgrund eines technischen Defekts bleibt das Nichtschwimmerbecken bis auf Weiteres geschlossen. Es wird um Verständnis gebeten. Folglich zeitlich begrenzt verkaufsoffene Sonntage hat der Oberbürgermeister der Stadt Schönebeck für sein Stadtgebiet festgelegt.
den 30. November, den 7. Dezember, den 14. Dezember und den 21. Dezember. Grundlage ist das Ladenöffnungsgesetz Sachsen-Anhalts sowie das sogenannte Verwaltungsverfahrengesetz. Anlässe für diese für alle Verkaufsstellen des Stadtgebietes geltenden Festlegung sind der Weihnachtsmarkt in Bad Salzelmen am 30. November, das Nikolausfest am 7. Dezember, der weihnachtliche Biererberg am 14. Dezember sowie der 4. Advent am 21. Dezember dieses Jahres. Die Regelung gilt für bis zu 5 zusammenhängende Stunden zwischen 13 und 18 Uhr im gesamten Stadtgebiet. Die Paulstraße ist wieder freigegeben. Seit August 2013 war die Passage zwischen Wilhelm-Helge- und Margaretenstraße gesperrt. Ein Investor, der auf dem Gelände des ehemaligen Heizkesselwerks Einfamilienhäuser bauen will, hat alle Sicherungsmaßnahmen übernommen. Zahlreiche Frauen und Mädchen sind im Salzlandkreis ehrenamtlich tätig. Zum Beispiel übernehmen sie Verantwortung für andere oder engagieren sich in karitativen und sozialen Einrichtungen. Bei einer öffentlichen Festveranstaltung am Sonntag, dem 8. März 2015, in der Zeit von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr im Auditorium des Innovations- und Gründerzentrums InnoLife Badepark 3 in 39218 Schönberg, werden diese verdienstvollen Leistungen ausgezeichnet. Jede Bürgerin und jeder Bürger sowie Vereine, Verbände, Organisationen, Initiativen, Unternehmen oder Parteien können eine Frau zur Auswahl vorschlagen und auch an das ehrenamtliche Engagement junger Frauen ab dem 14. Lebensjahr sollte gedacht werden. Alle weiteren Informationen finden Sie auf der Internetseite des Salzlandkreises. Am Dienstagmorgen gegen 6.15 Uhr wurde im Burgwall ein 28-jähriger Mann von drei bisher unbekannten Personen überfallen. Der Mann war zu diesem Zeitpunkt unterwegs aus Richtung Schönbeck zum Bahnhof Alt-Frohse. Plötzlich bemerkte er hinter sich einen etwa 30-jährigen stabilen Mann, der ihn sofort zu Boden stieß. Dabei verletzte er sich an Knie und Ellenbogen. Noch im Fallen verlor er seinen Rucksack, der dann von zwei weiteren Personen weggerissen wurde. Anschließend entfernten sich die drei Personen mit dem Rucksack und ließen den Mann liegen. Die Polizei hat die Ermittlung aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Alle sachdienlichen Hinweise bitte unter der Telefonnummer 03471 3790 melden. Am verlängerten Wochenende in der Zeit zwischen Donnerstagnachmittag und Montagmorgen haben unbekannte Täter zwei dieselbetriebene Minibagger von einer Baustelle in der Wilhelm-Helge-Straße entwendet. Die Polizei ermittelt zurzeit. Die Zahl der Arbeitslosen verringert sich im Salzlandkreis. Beispielsweise sank in Schönberg die Arbeitslosenquote von Oktober letzten Jahres bis zum Oktober diesen Jahres von 9,8% auf 9,6%. Die Arbeitgeber aus Schönebeck meldeten im Oktober diesen Jahres 146 neue Arbeitsstellen, das sind rund 63 mehr als noch vor einem Jahr. Seit Anfang des Jahres 2014 gingen 1361 Arbeitsstellen ein und im letzten Jahr waren es noch 328 Arbeitsplätze weniger. Ab sofort ist im Dokumentationszentrum am Moritzplatz in Magdeburg und bei der Elbe Medienproduktion GmbH in Schönebeck die DVD Magdeburg im Herbst 89 erhältlich. Sie können in Magdeburg, Umfassungsstraße 76, am Moritzplatz und in Schönebeck, Bahnhofstraße 5, persönlich vorbeikommen oder telefonisch in Magdeburg 0391 2532 316 sowie in Schönebeck unter 03928 405770 eine Ausgabe bestellen. In dieser Dokumentation berichten die Protagonisten unter anderem von den Montagsgebeten im Dom, von der ersten Montagsdemonstration, von den Gründungen neuer Initiativen und Parteien sowie vom Schweigemarsch zur Kreisdienststelle der Staatssicherheit. Sie erzählen von Mut und der Besonnenheit vieler Bürgerinnen und Bürger in jener Zeit. Am 14. August gegen 11.30 Uhr wurde einem 72-jährigen Mann im Kaufland Köthen seine Geldbörse entwendet. Gegen 12.11 Uhr wurden dann in der Sparkassenfiliale Bernburg mit derselben Karte 2x50 Euro abgehoben. Die mit der Kamera aufgezeichneten Personen stehen im dringenden Tatverdacht, diese rechtswidrige Abhebung vorgenommen zu haben. Wer eine oder sogar beide dieser Personen kennt und sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich bitte im Polizeirevier Salzlandkreis unter folgender Telefonnummer 03471 3790. B.
Die Nachrichten wurden Ihnen präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Sie suchen eine Wohnung? Blaues Licht heißt Wohnung frei. Telefon 786-101. Alle Helene Fischer-Fans sollten gut aufpassen, denn nach der Werbung geht es unter anderem mit der Verlosung ihres Albums weiter. Frisuren neu erleben, das können Sie bei dem Team von Salon Matthias im Breiteweg 54. Denn wir machen mehr aus Ihrem Typ. Ich gehe kicken beim Schönebecker SV 1861. Wir gehen ins Konzert zur Mitteldeutschen Kammerphilharmonie. Wir gehen zum Treff zum Schreien. Wir gehen zur AWO Kindertagesstätte. Ob Kultur, Sport oder Soziales, die Erdgas Mittelsachsen GmbH ist für Sie immer ein zuverlässiger Partner. Danke, EMS. EMS, Energie mit Service. Erdgas und Strom sind unser Geschäft. Jetzt anrufen und sparen. Wir setzen höchste Ansprüche an unsere Herstellung und den Verkauf. Frische und Qualität erhalten Sie bei uns, der Fleischreihe Reiske in der Schillerstraße 17 in Schönebeck. Unsere Angebote in dieser Woche: Rinderrouladen, das Kilo zu 8,99 Euro, frisches Schweinefilet 100 Gramm zu 1 Euro, Räucherfilet 100 Gramm ebenfalls zu 1 Euro und frische Rippchen 100 Gramm zu 28 Cent. Seit 19 Jahren sind wir mit Qualität, Frische und Zuverlässigkeit für Sie vor Ort. Ihre Fleischerei Reiske. Die Stadtwerke Schönebeck bringen, was Sie brauchen: Strom, Gas, Wasser, Wärme für Haushalte und Gewerbe in Schönebeck und der Region. Immer in Ihrer Nähe versorgen wir Sie aus einer Hand. Kompetent und kundenfreundlich. An 365 Tagen im Jahr. Rund um die Uhr gewährleisten wir Ihre Versorgungssicherheit. Innovativ, transparent und zuverlässig. Trinkwasser, ein streng kontrollierter und wohlschmeckender Durstlöscher in herausragender Qualität. Wohlfühlen garantiert mit unserer komfortablen Wärmeversorgung aus dem Blockheizkraftwerk und dezentralen Anlagen vor Ort. Wir haben die Energie, die Sie täglich brauchen. Ihre Stadtwerke bieten das komplette Rundum-Sorglos-Paket. Persönliche Kunden- und Energieberatung mit dem Service für Messgeräte, Betriebskostenabrechnung und Rauchmelder sind wir Ihr idealer Partner. Unsere Energie für Sie. Greenline bietet Ihnen die zuverlässige Lieferung von Strom und Gas. Profitieren Sie mit Ihrem Wechsel über die gesamte Produktpalette von Greenline. Nehmen Sie unser Angebot wahr und sparen Sie bis zu 3 Cent pro Liter Kraftstoff an unseren Tankstellen. Jetzt wechseln und sparen unter www.greenline.de. Quack, quack, be green. Die Salzperle, das neue Stadtmagazin für Schönebeck, ist da. Schick verpackt bietet es Interessantes zum aktuellen Stadtgeschehen, Informationen zu kommenden oder schon vergangenen Veranstaltungen, Tipps und Tricks rund ums Leben, eine Fotogalerie und vieles mehr. Und das alles bekommen Sie kostenlos in vielen Geschäften, aber auch direkt in unserer Geschäftsstelle der Elbe Medienproduktion GmbH in der Bahnhofstraße 5 in Schönebeck können Sie sich Ihre Salzperle kostenlos abholen. Kommen Sie vorbei, wir freuen uns auf Ihren Besuch. Weitere Informationen gibt es im Web unter salzperle.de.
Brötchen, Brote, Kuchen und einzigartige Torten. Bäckerei Ketzer, Tradition seit 1894. Unsere Angebote in dieser Woche. Schnittbrötchen, 5 Stück zum Dauertiefpreis von nur 1 Euro. Und Roggenmischbrot mit Natursauerteig auf Steinplatte gebacken. Das Kilo für nur 2,20 Euro. Besuchen Sie uns, Ihre Bäckerei Ketzer. Und? War etwas für Sie dabei? Weitere Angebote finden Sie unter www.schur-reisen.de. Wir freuen uns auf Sie. Sie brauchen schnell mal ein Passbild? Kein Problem. Die Elbe Medienproduktion GmbH in der Bahnhofstraße 5 hilft Ihnen gern weiter. Egal ob für Ihren Personalausweis, Führerschein, Reisepass oder Ihre Gesundheitskarte. Wir versprechen Ihnen ein optimales Passbild und einen freundlichen, schnellen und unkomplizierten Service zu einem günstigen Preis. Und sollten Sie später noch einmal einen Abzug Ihres Fotos benötigen, so bekommen Sie diesen schon ab 2 Euro. www.elbemedien.de. Wir machen Werbung im Elbe-Kanal, weil wir als 100% städtisches Unternehmen immer für unsere Kunden da sind. Elbe-Kanal, das ist unser Sender. Willkommen zurück aus der Werbung zum Regionalmagazin am heutigen Mittwoch, sehr geehrte Zuschauer. Wie versprochen geht es weiter mit der Gewinnchance und zwar auf unserem Medium der Woche. Helene Fischer, ihr Best-of, diese CD können Sie heute gewinnen. Das Medium der Woche wird Ihnen präsentiert vom E-Center Schönebeck. Helene Fischer ist die derzeit erfolgreichste deutschsprachige Sängerin. Neben dem Album Farbenspiel, welches innerhalb von 3 Tagen alle bisherigen Verkaufs- und Umsatzrekorde dieses Jahrtausends gebrochen hatte, hält sich auch ihr Best-of weiterhin in den Charts. Und morgen früh küsse ich dich wach und wünsch mir nur diesen Tag mit dir allein sowieso auf einer Insel irgendwo. Das 7-fach mit Platin ausgezeichnete Doppelalbum enthält neben den erfolgreichsten Songs der Künstlerin wie Von hier bis unendlich oder Und morgen früh küsse ich dich wach auch 3 Titel, die bisher unveröffentlicht waren. Doch du knallst in meine Welt und bist einfach wieder hier. Ein Gefühl wie ein Orkan steigt auf in mir. Du bringst mich total von Null auf Sehnsucht. Da reicht ein Kuss und alles geht schon wieder los. Produzent Erich Liesmann alias John Frankfurter gilt seit Anfang der 70er Jahre als Garant für den Erfolg in zahlreichen Veröffentlichungen mit Bartan Ilitsch, Costa Cordalis, Patrick Lindner und vielen mehr. Seit dem Jahr 2006 ist er nun auch an der Karriere Helene Fischers nicht unwesentlich beteiligt. Mal ganz ehrlich, ist es gefährlich, dir ganz nah zu sein. Helene Fischer, das Best-of. 21 gefühlvolle Titel auf einer Doppel-CD-Produktion. Für jeden Fan ein Muss. Es kann Wahnsinn sein, was ein Traum verspricht. Wer wirklich liebt, spürt die Zweifel nicht. Lass mich nicht im Stich, mitten im Paradies. Das Medium der Woche wurde Ihnen präsentiert vom E-Center Schönebeck, denn hier gibt es jedes Medium der Woche käuflich zu erwerben.
Und nun ist es soweit. Jetzt können Sie anrufen bzw. uns eine E-Mail schreiben, um die CD Helene Fischer, das Best-of-Album, zu gewinnen. Wie immer gibt es eine Gewinnfrage, die Sie dazu richtig beantworten müssen. Heute möchte ich von Ihnen wissen, der wievielte Besucher konnte denn jüngst im Solequell begrüßt werden? Sie wissen die Antwort, dann ran ans Telefon, die 405770 gewählt oder eine E-Mail an info@elbemedien.de geschickt. Wie immer wünsche ich viel Glück. Wir freuen uns auf Ihre Lösungsvorschläge. Wir begeben uns nun in die Nikolaistraße an das Holocaust-Mahnmal. Dort fand eine Veranstaltung statt, wo wieder zahlreiche Schönebäcker zugegen waren. In Gedenken an den Holocaust wurden am 10. November in Schönebeck am Holocaust-Mahnmal an die jüdischen Opfer gedacht. Ab 16 Uhr fand ein großes Programm zur Gedenkfeier statt, welches mit der israelischen Nationalhymne begonnen wurde. Während der Nationalhymne haben 6 Schüler der mitwirkenden Schulen zusammen mit Herrn Segal 6 Kerzen zur Erinnerung an die 6 Millionen Opfer im Holocaust angezündet. Herr Johannes Golling führte wie gewohnt durch den Abend. Neben Musik und Gesang gab es für die Zuschauer interessante Vorträge, Gebete und Beiträge von Schulen aus der Region. In weiteren Gedanken an den Holocaust berichteten Schüler des Dr. Karl-Hermann-Gymnasium eine Kurzbiografie über eine jüdische Familie aus Schönebeck. Auch die Maxim-Gorki-Schule beteiligte sich. Julia Franke und Justin Walter haben Namen der Holocaust-Opfer der Stadt Schönebeck verlesen. And I look across the water and I think of all the things what you do. Bevor das Programm zu Ende ging, folgte ein Beitrag des Gymnasiums von Kalbe, bei dem sich 3 Schülerinnen beteiligten. In diesem Beitrag wurde die Geschichte über eine unzertrennliche Freundschaft erzählt, die ein tragisches Ende fand. Das Programm zur Gedenkfeier am Holocaust-Mahnmal endete auch in diesem Jahr, wie es anfing. Mit der israelischen Nationalhymne Hat Kiva. Nachdem das eigentliche Programm zu Ende ging, wurden alle Zuschauer zu einer Führung im Shalom-Haus eingeladen. Dass es nicht mehr lange bis Weihnachten ist, sehen wir unter anderem an dem Wetter, denn es wird immer kälter, herbstlich, der Winter ist nicht mehr weit und auch zahlreiche Veranstaltungen deuten auch schon auf das Weihnachtsfest hin. So unter anderem einige Veranstaltungshinweise, die wir Ihnen jetzt präsentieren möchten. Die Schützengilde Hubertus e.V. lädt zum 11. Herren- und Damenpokalschießen ein. Sie wollten schon immer mal mit einem Luftgewehr schießen oder anderen bei einem solchen Wettkampf zusehen? Dann ist es bei der Schützengilde in Eggersdorf genau der richtige Zeitpunkt dafür, denn am 14. und 15. November können alle Herren und Damen ab 12 Jahre beim Pokalschießen dabei sein. Am Freitag, dem 14. November, dauert die Veranstaltung von 17 bis 22 Uhr und an dem darauffolgenden Samstag beginnt das Schießen um 9 und endet 11.30 Uhr. Zu der Disziplin gehört das Luftgewehrschießen aus 10 Metern mit 10 Schuss, stehend und aufgelegt. Probeschüsse sind dabei erlaubt. Haben Sie Interesse? Dann melden Sie sich beim SGI Hubertus Eggersdorf e.V., Eickendorfer Weg 15, Bördeland, Ortsteil Eggersdorf, oder telefonisch unter 01723190700 sowie unter der 01735155448. Die Schützengilde Hubertus freut sich auf Ihren Besuch. Vom Walzer über Polka bis hin zum frechen Ken-Ken erwarten die Besucher am 16. November 2014 eine Welt traditions- und geschichtsträchtiger Meisterwerke der Klassik vor reich geschmückter Kulisse des Maritim Hotel Magdeburgs. Herausragende Klänge, berühmte Tondichter, gespielt von Musikern der Norrböhmischen Philharmonie Teplice, gesungen von prämierten Solisten und begleitet von traumhaften Tanzszenen. Lädt Operettenfreunde zu einer abendlichen Weihnachtsgala der Operette ein. Karten für das Feuerwerk des Opernspiels sind über die Biber Ticket Hotline 0391 5999 700 und unter www.opern-festspiele.de erhältlich.
Lieder, Harfe und Geschichten aus Irland. Mit ihren von hintergründigen Humor getragenen Geschichten und Reimen und ihrer ausdrucksstarken Mezzosopranstimme präsentiert Hilary O'Neill ein neues Programm. Sie lädt ihr Publikum erneut zu einer Reise ein auf die Grüne Insel, das Land der Feen, Kobolde, Zwerge, Riesen und jahrhundertealter Legenden. Die auf Deutsch überleitenden und erklärenden Texte zu den Liedern aus ihrer Heimat sind selbst gedichtet, gereimt, volllyrisch, originellem Humor. Begleitet mit ihrer Harfe bringt Hilarys glasklarer und ausdrucksvoller Mezzosopran diese reiche keltische Kultur zu neuem Leben. Ihre Musik öffnet schnell die Herzen, spricht alle Sinne an und überschreitet Sprachbarrieren. Das Publikum wird einen faszinierenden Abend irischer Folklore erleben. Weitere Informationen finden Sie auf der Website www.hilaryoneill.com. Linda Feller begeistert mit ihrem preisgekrönten Country Sound am Sonntag, den 23. November 2014, das Publikum im Dr. Tholberg Saal. Bald kommt die Weihnachtszeit, heißt das Programm, das die Sängerin in der wohl schönsten Zeit des Jahres präsentiert. Tanzbarer Pop und gefühlvolle Ballade, Steel-Gitarre und Irish Whistle, Klavier und schnelle Drums, kurz gesagt Musik für Erwachsene. Zu erleben ab 16 Uhr im Dr. Tholberg Saal. Karten gibt es ab sofort in den Stadtinformationen am Markt 21 sowie im Roten Haus im Badepark. Ein salziges Vergnügen. Der Kunsthof Bad Salzelmen lädt zum nächsten Schausien am Sonntag, den 23. November ein. Für Gruppen ab 10 Personen wird ebenfalls um Anmeldung unter 03928 705555 gebeten. Von 14 bis 17 Uhr lassen sich die Salzsieder und Salzsiederinnen bei der Arbeit im Schausiederhaus über die Schultern schauen und beantworten dabei gern Fragen zu diesem alten Handwerk. Zum nächsten abendlichen Schausieden lädt der Sole Park am Freitag, den 28. November um 19 Uhr in das Schausiedehaus ein. Treffpunkt zu Beginn der Führung ist der Eingang der Reha-Klinik Bad Salzelmen. Für Gruppen ab 10 Personen wird um persönliche oder telefonische Voranmeldung unter 03928 705555 gebeten. Am 6. Dezember gibt es wieder ein Highlight für alle großen und kleinen Eisenbahnfreunde. Denn an diesem Tag geht es mit dem Rekowagen der ehemaligen Deutschen Reichsbahn in Richtung Erfurt. Auf dem Weg zum Weihnachtsmarkt macht der Express auch Halt in Schönebeck. Erwachsene zahlen für diese Fahrt 59 Euro, Kinder von 6 bis 14 Jahre 39 Euro und Familien bis 2 Erwachsene und 2 Kinder reisen für 155 Euro. Diese Fahrt findet nur statt, wenn die Kosten der Eisenbahnfreunde Staatsfort gedeckt sind. Es müssen also genug Mitreisende sein. Auch zum Ende des heutigen Regionalmagazins möchten wir Ihnen noch verraten, wie denn das Wetter der kommenden Tage so wird. Regnen wird es, soweit wir das an dieser Stelle sagen können, nicht. Egal ob Regen oder Sonnenschein, wir sind immer für Sie da. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Die Mitte der Woche ist erreicht und das Wetter bleibt auch in den nächsten Tagen weiterhin herbstlich. Am Donnerstag erreichen wir Temperaturen von bis zu 12 Grad und der Himmel ist den ganzen Tag bewölkt. Außerdem ist mit leichtem Sprühregen zu rechnen. In der Nacht sinken die Werte auf kühle 9 Grad. Auch am Freitag versteckt sich die Sonne hinter dicken grauen Wolken und die Temperaturen bleiben bei maximal 12 Grad eher mild. Die Temperaturen fallen in der Nacht auf 9 Grad. Der Samstag beginnt mit 11 Grad zunächst trocken. In der Nacht ist mit leichten Regenschauern zu rechnen und die Werte sinken auf 9 Grad. Wir wünschen Ihnen trotz des schlechten Herbstwetters eine angenehme Restwoche und einen guten Start ins Wochenende. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Das war es auch schon wieder mit dem Regionalmagazin am heutigen Mittwoch. Ich bedanke mich bei allen Zuschauern wie immer fürs Einschalten und Zuschauen. Wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend. Machen Sie es gut, Ihr Christian Kolbe.